Hallo, willkommen zu meinem einwöchigen Trainingsplan. Ich werde jeden Tag dir eine Übung geben, die du bitte machen solltest. Und wenn du diese Übungen für eine Woche durchmachst, wirst du wirklich einen Sprung in die neue Saison bekommen. Das ist mein Ziel. Ich möchte dir auch Ideen geben. Ich möchte dir helfen, besser Golf zu spielen. Und ich möchte auch vor allem dich motivieren. Weil dieses Jahr wird ein besonderes Jahr. Okay, so hier ist Tag 1 unseres einwöchigen Trainingsplans. Ich möchte ein Aufwärmungsprogramm zusammenstellen. Es sollte nicht länger als 10 Minuten dauern. Also 5 bis 10 Minuten. Es sollte ein bisschen Herz-Kreislauf anregen sein. Bisschen Dehnung, bisschen Kraft und das alles in einem. Und du solltest versuchen, ein Programm zu verwenden und das immer wieder benutzen vor jeder Runde, vor jeder Trainingseinheit. Ich schlage vor, dass du mit Gehen auf der Stelle anfängst. Erstmal ganz, ganz locker. Und während du auf der Stelle gehst, nimm zwei Golfbälle und werf die nach oben. Ganz locker. Sieht einfach aus und du siehst, meine Schritte sind kleiner geworden. Du musst eher versuchen, dann die Knie höher zu bekommen, während du die Bälle hoch wirfst. Okay, wenn das zu einfach für dich ist, dann kannst du, ich habe das beim Live Kinetic gelernt, werf die Bälle hoch, dann kreuz die Arme, während du deine Knie bewegst. Also ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Ich werde es jetzt versuchen. Gerade. Oh meine Güte. Und wieder hoch. Ich habe es sogar geschafft. Das sieht so, so einfach aus. Wie gesagt, Live-Genetik. Guck es im Netz an. Das ist super Zeug. Super Koordination. Okay, so. Das eine Minute lang tun. So, wenn du das geschafft hast, dann musst du gucken, dass dein Herz ein bisschen pumpt. Und da schlage ich vor, dass du mal ein bisschen schneller rennst. Du musst es nicht übertreiben am Anfang, aber von einem Punkt zum anderen Punkt renn, mit einer Hand den Rasen berühren, zurückrennen und dann mit der anderen Hand den Rasen berühren. Und so dreht man sich auch dabei. Und mach das bitte 10 Mal. Mach dann eine Pause, ein bisschen langsam gehen und das wiederholen. Der Abstand zwischen den Punkten sind ca. 10 Meter. So, du brauchst wirklich nicht viel Platz dafür. Okay, so jetzt möchten wir uns drehen und ruhig einen Schläger in der Hand nehmen und die Füße relativ eng zusammen, wirklich kein Widerstand und dreh dich in beide Richtungen. Das ist wirklich wichtig, dass du deine Hüfte mitgehen lässt. Du siehst, wie meine Fersen hochkommen. Das ist sehr, sehr gut. Nun, wir können während dieses Aufwärmungsprogramms Dinge lernen. Und was wir hier lernen ist, während wir uns drehen, die Schulter um die Wirbelsäule zu drehen und wir kippen nicht zur Seite. Und das sieht man bei vielen Golfern, dass sie sowas tun. Okay, so. Da wärmst du dich auf und du lernst ein bisschen Schwung. Mach das bitte mindestens eine Minute. Dann Füße normale Schulterbreite. Und dann lass mal die Fersen bitte bei der nächsten Übung auf den Boden. So weiter dich drehen. Erstmal bitte ganz langsam. Wir wollen uns ja nicht verletzen, sondern aufwärmen. Ein bisschen dehnen. Du siehst jetzt, du wirst spüren, es gibt jetzt viel mehr Widerstand hier in der Hüfte, im Rücken. Und so können wir unsere Drehung helfen dabei. Okay, jetzt wird's ernst. Wir wollen einen großen Ausfallschritt tun und uns drehen. So, lass uns anfangen. Halt den Schläger vor dir und mach von da einen großen Ausfallschritt nach vorne. Fang bitte mit dem rechten Bein an und so weit beugen, bis der Oberschenkel parallel zum Boden ist. Guck bitte, dass dein Knie hinter deine Fußspitzen
bleibt und jetzt von da dreh einmal nach rechts, ohne dein Gleichgewicht zu verlieren. Wieder zurück und Füße zusammen. Jetzt das linke Bein, richtig großer Ausfallschritt. Und jetzt möchte ich einen Durchschwung üben, ganz langsam. Du kannst auch zwei tun, wenn du möchtest. Und dann wieder zurück. Und das wollen wir insgesamt fünfmal tun. Das ist anstrengend. Das war zwei. Und jetzt machen wir noch drei. Okay, so wenn du möchtest, kann das schon das Ende des Aufwärmungsprogramms sein. Oder du kannst diese letzte, ich finde, tolle Übung tun. Du brauchst keinen Schläger. Steh ganz normal. Die Füße schön eng zusammen. Die Arme hängen, schön gerade stehen. Kinn hoch. Und jetzt die Arme runtergehen lassen. Und sehr wichtig, die Beine sollen möglichst gerade bleiben, solange wie es geht. Bitte, wenn du Spannung merkst, dann darfst du ein bisschen beugen. Aber wenn du es bis da schaffen kannst, wunderbar. Es ist wirklich wichtig, dass du es extrem langsam tust. Ich schaffe es gerade, den Rasen zu berühren. Jetzt lasse ich meine Beine einigermaßen gerade. Und ich krabbel nach vorne, bis ich in die Liegestützposition komme. Und von dieser schönen Position werde ich mich öffnen. Meine Kinder beim Jugendtraining haben das immer geliebt. Wir haben immer Hallo zu der Welt gesagt. Übrigens, da ist der Waterfront. Und das kannst du zweimal beide Seiten tun. Und dann die Hände wieder in die Liegestützposition. Wenn das alles zu langweilig für dich ist, kannst du gerne einen Liegestütz tun. Oder du kannst auch mehrere tun. Aber jetzt von da die Beine gerade lassen und öffnen und entspannen. Das war wirklich ein einfaches Aufwärmungsprogramm, das du immer wieder einsetzen kannst vor jeder Trainingseinheit und vor jeder Golfrunde. Danke für das Zugucken und ich freue mich auf morgen. Aber erstmal musst du heute tun und falls du andere Dinge tun möchtest, tu das. Aber schreib das bitte auf, dass du dein Programm hast, dass du immerhin das tust jedes Mal. Tschüss.